Okay, das ist, falls man runterfällt, kann man ganz vorne netterweise, tolles Spiel, wieder anfangen. So, und schon sind wir dood. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Nach wie vor auf der Hauptinsel, beziehungsweise wieder zurück auf der Hauptinsel, denn wir hatten noch einen kleinen Abstecher zur Zitadelleninsel. War mir nicht mehr ganz sicher, wie man wieder zu oder wie man von dieser Insel hier wegkommt zur Insel Proxima. Und habe inzwischen aber rausgefunden, wie es geht. Ich habe also ein bisschen kurz recherchiert zwischen diesem und dem letzten Video, weil ich mir echt nicht mehr ganz sicher war, wie das hier weiterging. Ich habe es jetzt rausgefunden und es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so, dass wir. Mit unserer wenigen Energie ist es fast nicht machbar. Wobei wir ja ein Kleeblatt haben, so ist ja nicht. Wir müssen auf jeden Fall durch diese Militärbasis hindurch, wo wir schon drin waren, wo von allen Seiten auf uns geballert wird. Ich werde das jetzt einfach mal probieren. Sollte ich auf dieser Insel wieder inhaftiert werden, dann habe ich ja wenigstens wieder volles Leben. Ne? Dann haben wir ja wenigstens in Anführungsstrichen da einen Vorteil draus gezogen. Hier in der Altstadt war meines Wissens alles erledigt. So ziemlich, ja, also mir fällt nichts mehr ein. So spontan zumindest, kann aber sein. Irgendwann schnallt das nochmal so rein. Ja, da haben wir schon. So. Ja, okay. Kleeblatt benötigt, aber volle Energie wieder jetzt in dem Moment zumindest mal, ne? Jetzt können wir hier mal ein bisschen rauszoomen. Also wir können jetzt versuchen, hier ein bisschen uns rumzuschleichen. Es muss hier aber scheinbar irgendwo, man sieht es jetzt noch nicht, ein Fahrzeug geben, welches wir benutzen können. Wir bleiben jetzt auch gerade mal in dieser Perspektive. Solange es der Kamerad da sieht, dieser Robo-Hasi, ist ja eigentlich alles in Ordnung. So. Es muss hier irgendwo, habe ich rausgefunden, ein Jeep oder sowas geben, mit dem wir hier wegkommen. Aber sehen tue ich jetzt mal keinen. Jetzt probiere ich einfach mal hier ganz normalen Schrittes. Ah, da ist er doch, da ist er doch. Ist gar nicht so schwer hier. Warum stelle ich mich eigentlich so an wie ein Mädchen? So, da haben wir das Ding schon. Wo willst du hin? Hafen von Beluga, ja. Es ist so einfach. Also, hätte mir eigentlich wieder einfallen müssen. Aber wie gesagt, es ist 17 Jahre mindestens her, dass ich dieses Spiel zuletzt gespielt habe. Und selbst da wusste ich immer nicht gleich sofort, was wie wo tun. Ne? Also, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wir wollen zum Hafen von Beluga, denn von da aus kommen wir dann auch auf die Insel Proxima. Zum Hafen von Beluga. Auch hier benötigen wir wieder eine Ration Sprit. Genau, und dann fahren wir da rum. Also, es hätte mir wirklich eigentlich wieder einfallen müssen. Ne? Gleich mal rauszoomen. Das ist ein ganz normaler Pummel. Der tut uns nichts. Das ist, glaube ich, sogar der, zu dem wir wollen. Lass mal den mal ansprechen. Hallo. Oh, ja. Eigenartig, diese Legende, hat er gesagt. So wie immer, ne, in letzter Zeit. Kenne ich nicht, sagt der Pummel. Kommen Sie schnell wieder. Man erwartet bald die Rückkehr eines einsamen Seefahrers. Der wird sein Boot verkaufen. Okay. Wahrscheinlich jenes. Ist da was drin? Nein. Wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Ich glaube nämlich, ich muss zu dem auf dem Angelsteg. Da ist einer am Angeln, da müssen wir eventuell hin. Nichtsdestotrotz, Caches sind ja relativ knapp, weil wir ja mehr oder weniger für
für den Arsch so das ein oder andere Ticket gekauft haben. Was wir uns schon mühsam, sage ich jetzt mal, zusammenarbeiten mussten. So diese 5 Caches da oder was auch immer. Ich glaube, hier müssen wir, hier legen wir, glaube ich, nachher ab. Hier hat es noch ein Häuschen. Da gehen wir auch mal rein. Ne, da liegt doch schon ein Boot. Gehen wir mal rüber. Hier noch ein bisschen ausrauben. Ja, toll, wieder Herzen. Ich bräuchte Kohle. Kohle wäre nicht schlecht. Magic habe ich auch voll. Also wirklich, immer das, was man voll hat, das schmeißt es einem hin. Das ist auch kein magischer Ofen hier. Kein, ja, Holzofen. Kamin. Es ist auch nur ein stinknormaler. Na gut. Wir zoomen mal ein bisschen weiter raus. So ist angenehmer. So, ich glaube, zu Ihnen will ich. Da geht es wieder um die Legende. Habe ich überhaupt 10 Caches? Ich glaube, ich habe mehr als 10 Caches, ne? Ja, zur Wüste des leeren Blattes, wo auch sonst jetzt momentan hin, ne? Zur Wüste des leeren Blattes. Toll, Herzen gibt er mir. Gib mir Kohle, Mann! Aber ich habe es ja gerade dir gegeben, diese Kohle. Ja gut, jetzt gehen wir erstmal zur Wüste des leeren Blattes. Vielleicht finden wir da ja Geld. So, es geht jetzt ein Weilchen, ne? Ich glaube, der fährt ja erstmal aus dem Bild raus. Genau. Und jetzt sind wir eine ganze Weile unterwegs, denn die Wüste, die sehen wir da unten. Jener gelber Fleck. Ganzer Kontinent Wüste da. Und dann sind wir auch schon da. Man sagt, dass es verborgene Schätze in einem Tempel in dieser Wüste gibt. Okay, guck ich danach. Jetzt müssen wir hier erstmal rüberspringen wieder, ne? Das war jetzt im Originalspiel, beziehungsweise in der Originalversion so eine Sache. Ja, man ist, also hier bin ich glaube ich relativ, oh, da ist auch wieder ein Soldat, okay. Da müssen wir mal gucken, wie wir hier am besten. Ach herrje. Durchkommen. Gut, Energie habe ich ja voll. Ist ja nicht das Problem. Kleeblatt habe ich nicht. Da hinten ist allerdings... Ich glaube, da sind Herzen drin. Hinter dieser Hütte da. Links. Ja, muss mal gucken, ob und wie ich das überlebe. Vielleicht mal probieren, direkt darüber zu springen. Da landet da Twinsen, glaube ich, im Wasser, ne? Wollen wir natürlich nicht. Jetzt müssen wir halt doch darüber irgendwie, ne? So. Aha. Okay, der schießt genauso, dass er uns nicht trifft. Das ist ja schon mal gut. Ich muss... So. Naja, muss man halt ein kleines bisschen. Und nicht ins Wasser springen, wenn es geht. Ist okay. Ist okay. Ich sagte ja, sobald man irgendwie Wasser, ne, weg, tot, kann nicht schwimmen. Gar nichts kann der Mann eigentlich. Bisschen zaubern, aber sonst nichts. Ja, jetzt haben wir leider auch keine Kleeblätter mehr. Ist jetzt in dem Moment aber auch nicht das Problem, glaube ich. Wir haben ja im Prinzip hier einen aktiven Speicherpunkt. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, landen wir immer wieder hier.
Ja, wissen wir. Ja. Müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das jetzt hier am intelligentesten machen, ne? Wir müssen ein bisschen anders hier vorgehen. Also es ist wirklich cool, dass es hier diese Funktion gibt. Allerdings, ja, der setzt mich natürlich nicht. Doch, mit dem Stick geht's. Da braucht man doch immer wieder den Stick. Zum Laufen eignet der Stick sich nicht, aber für solche Sachen schon. Natürlich. Der will aber ums Verrecken nicht dahin, wo ich hin will. Ja, der will daneben springen, der Twinsen. Jetzt ist Game Over. Aber das ist nicht schlimm. Hier müsste ja wirklich aktuell der Speicherpunkt liegen. Das heißt, wir brauchen hier nicht großartig irgendwie nochmal sonst wo anzufangen, wenn alles gut läuft. Game Over, mach mal weiter. Wüste des leeren Blattes. Militärlager. Da wollen wir hin. Ja, genau. Haben wir auch wieder unser Kleeblatt. Also es ist alles halb so wild. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass das Ganze mit der Tastatur zu spielen, Man sagt, das ist der nur mit der Tastatur und ohne eben diese Hilfen hier, das werde ich jetzt nicht tun. Der springt mir genau wieder daneben. Dass das Ganze nur mit der Tastatur und ohne diese Anzeige, wo man denn landet, relativ schwierig war. Jetzt springt er wieder ins Wasser. Was ist denn das? Meine Güte. Jetzt, weißt du, wenn ich jetzt aber loslasse, wenn ich jetzt aber die Taste hier loslasse, dann springt der. Wenn ich jetzt loslasse, springt der. Ich kann nicht einfach loslassen und mich noch einen Schritt zurückbewegen. Du sollst auf das kleine Dingsbums da sp oder spring da rüber von mir aus direkt. Geht das? Natürlich. Warum auch nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist okay, alles klar. Also ich hätte natürlich mir die Nerven sparen können. Ja, egal. Zoomen wir mal ein bisschen raus hier, ein bisschen Überblick verschaffen. Ich sehe jemand auf dem Klo, irgendwie ein Herz, Geld, sonst was. Da ist ein Soldat, der sollte uns ja jetzt nicht unbedingt sehen. Was? Ah, da liegen Minen. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass da Minen sind. So. Also, im Real Life ist zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich schon die komplette Videolänge erreicht. Durch übermäßig oft getätigtes Sterben beim Versuch über diese Blöcke da an Land zu springen. Das macht nichts. Ich spiele jetzt einfach ein bisschen länger in diesem Video und mache entsprechend nachher ein paar Minuten weg beim Schneiden. Und auch ihn könnten wir uns vielleicht, wenn wir einigermaßen präzise zielen könnten, diesem Stick.
Herrgott. Es ist nicht leicht, ne? Es ist einfach nicht leicht. Das kann man mit Fug und Recht behaupten. Und manchmal muss man halt auch einfach nur den richtigen Winkel finden, ne? Da kommt der nächste. Was ist das? Was ist das? Okay, muss ich mir angucken. So, wenn jetzt natürlich gleich wieder der nächste rauskommt, dann brauche ich hier nicht weitermachen. Toll, okay. Kümmern wir uns nicht weiter drum. Ne? Ich denke, da werden unzählige drin sein. So. Ui, da ist ja auch noch der mit der automatischen. Naja, gut. Also das wäre schon wichtig, dass der weg ist, ne? So. Das ist doch wenigstens... Schade. Ich hätte gedacht, der springt wieder da rein. Das Geldstück nimmt er auch nicht. Ja, zwei wenigstens. Okay. Also gut. Irgendwie ist auch keine Ahnung, wo ich lang muss. Muss auch mal gesagt werden. Ich habe leider auch keineswegs genügend Energie, um mich jetzt noch mit dem Kollegen da vorne auseinanderzusetzen. Ich muss da durch das Tor. Definitiv. Gott sei Dank. So, also gut. Und jetzt aber irgendwo so ein Herzlager finden, wo lauter Herzen liegen. Das wäre doch geil. Wir machen mal noch so 5-6 Minuten, würde ich sagen, in diesem Video. Denn das ist ungefähr das, was wir durch andauerndes Sterben verloren haben. Und wir wollen ja auch ein bisschen... Oh! Oh, hier ist niemand, außer jenem Pferd. Ist aber schön. Das ist das Sendelsiegel. Schauen wir uns auch mal genauer an. Können wir da irgendwas tun? Nee, zum jetzigen Zeitpunkt mal noch nicht. Das ist ein Einsiedler. Schauen wir uns später genauer an. Ich gucke mich jetzt erstmal hier um, ob es einem Kaktus vielleicht Geld gibt oder einem Felsen. Nicht. Okay. Nichtsdestotrotz. Wir müssen ja irgendwas tun. Und hier liegt leider überhaupt nichts rum, was wir so irgendwie direkt mal brauchen könnten. Und wir bräuchten, ja jetzt zur Zeit bräuchten wir eigentlich wieder alles, ne? Zur Zeit bräuchten wir tatsächlich wieder alles. Okay. Kann ich dich was fragen? Ne, mit dem redet er nicht. Das andere Pferd in der Stadt hat er wenigstens noch gefragt, ob er von der... Was war's von der... Oh. Wo kommt das Geld her? Doch, so... Also 5 Taler, mitten in der Wüste. Ne, warum denn? Oh. Na, da wäre es jetzt wieder geil, wenn ich diese Hotspots aktiviert hätte, ne? Da würde ich ja überall sehen, wo was ist. Aber macht ja nichts. Ist ja nicht schlimm. Das kriegen wir ja auch. So gefunden. Geht ja jetzt eher auch nicht primär darum, jetzt hier die gesamte Wüste hier nach Gold, Silber, Platin abzusuchen, sondern in erster Linie darum, das Spiel weiter in seiner Handlung zu führen. Auf der anderen Seite
wie ich eben schon sagte, brauche ich momentan ja alles. Ich brauche Geld, ich brauche sogar fast noch mehr Herzen. Das kann man nicht anders sagen. Deswegen laufe ich jetzt einfach nochmal so eine Runde. In der Hoffnung, dass da irgendwo noch was rumliegt. Aber es sieht mal nicht danach. Oh, doch. Ach, da lagen so ein paar von diesen Pilzen hier rum. Jetzt ist zumindest mal Magie wieder voll. Das dürfte es aber auch an der Stelle gewesen sein. Dann schauen wir jetzt hier noch schön zu dem Herrn da. Guten Tag. Eigenartig, diese Legende, nicht wahr? Absolut. In der Tat, recht eigenartig. Ich bin nur ein alter Irrer, der in dieser Wüste Blumen wachsen lassen möchte. Aber ich kenne die Legende, die Dr. Van Fogg verboten hat. Ich sage dir, was ich weiß. Wenn du mir ein heiliges Buch wiederbringst, es befindet sich mitten im Bütempel, der durch einen Sandsturm verschüttet wurde. Du kannst durch einen verbliebenen Luftschacht, der sich hinter mir befindet, hineingelangen. Aber Vorsicht, die Gefahr lauert überall. Okay, gehen wir mal da runter. Geht er? Geht er denn da rein? Achso, ich muss reinspringen, natürlich. Muss wieder Präzisionssprung machen. Ja, also es wird definitiv. Präzise. Gut. So. Ah ja, da sind diese Skelette. Ich erinnere mich. Die sind meines Erachtens nicht wirklich besiegbar. Ah ja, und jetzt muss ich wieder. Oh ja. Oh ja. Jetzt muss hier wieder gesprungen werden. Läuft ja bis jetzt mal gar nicht so übel, hä? Wenn wir da runterfallen, übrigens kommen wir über die Leiter wieder. Achso, wir müssen ja das so gar, wie es aussieht. Runter. Und dann an die Leiter. Hier hinten ist ja nichts weiter. Ich gehe trotzdem mal rüber. Oh. Okay. Also da drüben ist auch nichts. Aber man kann, glaube ich, über diese Stacheln drüber springen. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Wir werden das mit Sicherheit noch herausfinden. Allerdings glaube ich nicht mehr in diesem Video. Wir schauen uns jetzt noch 3-4 Minuten hier an, was hier abgeht. Und dann soll es das für dieses Video mal ge... Oh, schade. Ja. Das ist jetzt natürlich... Das ist jetzt natürlich doof. Ich dachte, ehrlich gesagt... Okay, das ist, falls man runterfällt, kann man ganz vorne netterweise, tolles Spiel, wieder anfangen. So, und schon sind wir tot. Und es ist Game Over. Oh Gott. Also, ich werde einiges geschnitten haben in diesem Video, wenn das Finale auf dem Kanal erscheint. Und ihr werdet nicht so viele Game Over-Zeichen gesehen haben, wie ich sie jetzt gesehen habe bei dieser Aufnahme. Das lasst euch mal gesagt sein. Gut, also, nichtsdestotrotz, jetzt müssen wir schauen... Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier super, super grandios, ja. Oh je. Ja, hier gibt es so ein paar interessante Sachen, ja. Sind jetzt aber erstmal eher zweitrangig. Caches. Ja, geil. Schätze. Wurde uns ja gesagt. Schätze, ne? Okay. Also, wir machen jetzt noch... Wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt so viel gestorben bin hier leider, sehe ich mich gezwungen, die eine oder andere Minute hier noch nachzuholen. Es bringt nichts.
Es bringt absolut nichts, wenn ich euch hier ein Video zurecht schnibble mit nahezu 0% Fortschritt. Das ist nicht schön. Und vor allem mehr sterben noch als alles andere. Das ist ja schon zweimal nichts, ne? Ich muss da irgendwas mit den Hebeln machen, ich weiß es. Aber ich mache es jetzt vorläufig mal nicht, weil ich nicht mehr genau weiß, was die machen. Okay. Das ist aber nicht so dolle da, das Ding, das schießt. Also es gibt jede Menge Fallen hier, ja. Es ist so ein bisschen Indiana Jones mäßig jetzt. Tempel des Todes und so weiter und so fort. So. Das Ding hier bewegt sich nur leider nicht. Das muss ich irgendwo anschalten. Ich nehme an, das ist mittels dieser Hebel hier irgendwie zu machen. Ich weiß halt nicht, ob ich die in der Reihenfolge, in der sie jetzt hier auftauchen, alle gedrückt oder halt betätigen muss. Okay, ich komme auf jeden Fall hier nicht mehr drüber gesprungen. Also gut, dann muss ich mich halt mit der Situation jetzt hier mal abfinden, ne? Dann muss ich mich hier mit der Situation abfinden. Okay. Ah ja, fährt mich also quasi darüber, das Ding. Komme ich allerdings auch über die Treppe da vorne hin. So. Was mache ich jetzt? Stehe ich halt hier. Ja gut. Lass mal dabei. Ich renne jetzt hier mal einfach so mir nichts, dir nichts durch, in der Hoffnung, dass mich diese Wurfgeschosse hier nicht erwischen. Bisschen näher ranzoomen wieder. Okay, der Hebel ist jetzt gerade mal nicht zu nutzen. Ah! Ich weiß nicht, ob jetzt hier jedes Mal so ein Ding runtergeflogen kommt. Nicht nur einmal scheinbar. Okay. Also gut. Läuft ja schon mal gar nicht so übel, finde ich. Ne? Hier wird geschossen. Okay. Hier können wir eigentlich auch, sage ich mal, mit ein bisschen Glück, wie man das ja auch sehr gut sehen kann, einfach durchrennen. Und nach dem Motto, ich mache das jetzt einfach mal. Nichtsdestotrotz. Ein Kleeblatt, ne? Das ist 3 Kleeblätter. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Risiko einzugehen, da mal hinzugehen. Ne? Ah, Sendelstatue. Okay. Das hat auf jeden Fall was zu tun hier. Jetzt habe ich die leider runtergeschoben. Ich glaube, die muss nach hier vorne. Wir gucken gleich mal. Ich glaube, die muss ich nämlich hier. Ja, ja, die muss ich irgendwie da wegbringen und hier vor. Die muss ich hierher bringen. Jetzt habe ich die leider schon so doof zurechtgeschoben hier, dass die. Muss man leider so sagen, unwiederbringlich jetzt in dieser Position da verharren muss. Ja, ich krieg sie nämlich jetzt nicht mehr dazwischen raus. Ich krieg die nicht mehr raus. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie. Ich kann mich nicht erinnern, dass man die irgendwie hier noch wegkriegt. Also, es wird dann im nächsten Video so aussehen, ich werde versuchen jetzt hier. Ja, im Prinzip den ganzen Tempel neu zu laden, dass ich den nochmal von vorne spiele, damit die Sendelstatue da hinten wieder dort steht, wo sie stehen soll, damit ich sie von da aus wegschieben kann, und zwar dorthin, wo ich sie haben will. Und dann wird es an dem sein, hier irgendwie weiterzukommen in dem Tempel, aber jetzt im Moment so mal eben auf die Schnelle geht das nicht. Das Video ist jetzt auch schon sehr, sehr lang, so je nachdem, wie viel ich jetzt rausgeschnitten habe. Es gibt ja auf jeden Fall einiges, aber das seht ihr ja so zum größten Teil mal gar nicht, wenn ich das gut mache. So,
Also gut, dann soll es das für dieses Video mal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gern ein Däumchen nach oben da lassen und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr euch natürlich im Kommentarbereich über dieses Spiel ein kleines bisschen mit mir unterhalten wollt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Kann ja durchaus sein, so wie ich, habt ihr das Spiel in eurer Jugend oder Kindheit gespielt und habt da positive Erinnerungen dran, vielleicht auch negative. Könnt ihr gerne alles im Kommentarbereich diskutieren. Freue ich mich sehr drüber. Wie gesagt, vergesst das Abo nicht, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und tschüss.